Eine V100 vor einem Fotogüterzug. Unterwegs von Schlüsselfeld nach Strullendorf an der Strecke Bamberg-Nürnberg. Es ist eine verträumte Nebenbahn, die kurz vor der endgültigen Stilllegung steht. Die Höchstgeschwindigkeit ist schon auf unter 40 Kilometer pro Stunde reduziert. Es ist 212.084 der Dampfbahn Kochertal, die vorgespannt ist. Als Dauerleihgabe hat der Verein die 1964 bei der MAK in Kiel gebaute Maschine vom DB-Museum in Nürnberg übernommen. Die Lok befindet sich weitgehend im Ursprungszustand. Lackiert in purpurrot und vieler Umbauten bereinigt, erinnert sie mit ihrer EDV-Nummer an die Zeit nach 1968. Es ist beinahe schon Schrittgeschwindigkeit, die jetzt gefahren wird. Mehr geben nun mal die maroden Gleise nicht her. Charakteristisch für die V100 ist der hochliegende, fast mittig angeordnete Führerstand. Über zwei Führertische kann vorwärts wie rückwärts gefahren werden. Besonders im Bauzuggeschäft wird heute diese Konstruktion geschätzt. Der Rundumblick erleichtert die Arbeit. Einst war die V100 als Dampflokkiller verhasst. Heute hat sie eher den Status eines Kultobjekts, gemütlich, rollt sie durch den kleinen Ort Mühlhausen. Ohne Hast und Eile geht es auch bei den zahlreichen Fans zu. Sie haben mit ihrem Obolus die Fahrten finanziert. Wie so oft stehen Stefan Herrmann und die ostsächsischen Eisenbahnfreunde als Organisatoren dahinter. Die Baureihe 212 hat im Regelfall 1350 PS und eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Weder Leistung noch Geschwindigkeit sind bei dieser Fuhre gefragt. Ende Dezember 2004 lief die Zeit der V100 bei der DB weitgehend ab. Nur noch vereinzelt blieben welche im Bestand. Viele gingen in den Schrott, wurden ins Ausland verkauft oder gelangten zu Privatbahnen. Drei V100-Varianten gibt es. Entsprechend Leistung und Bremsausrüstung tragen sie seit 1968 die Baureihenbezeichnungen 211, 212 und 213. Die V100-Familie war praktisch in allen Regionen Westdeutschlands anzutreffen. Hier wird der Main-Donau-Kanal überquert. Im Lauf der Zeit wird die V100 zum Mädchen für alles. Ob nun im Personen- oder Güterverkehr, sie machte überall eine gute Figur. In Strullendorf wird umgesetzt. Noch einmal soll die Strecke nach Schlüsselfeld befahren werden.
Insgesamt 745 Lokomotiven der V100-Familie kommen von 1958 bis 1966 auf die Gleise. Überall, wo sie Fabrik neu aufkreuzten, mussten Dampflokomotiven ihre angestammten Plätze räumen. Über Jahre war das Mädchen für alles auf Nebenbahnen in allen Traktionsarten unersetzbar. Bis Ende der 70er Jahre war die V100-Familie unverzichtbar. Dann aber führten die Stilllegungen vieler Nebenbahnen und die Anschaffung neuer Triebwagen zur Ablösung. Zunächst war fast nur die Baureihe 211 davon betroffen. Erst in den 90er Jahren mussten sich dann auch die 212er zurückziehen. Fast 40 Jahre lang hallte das Dröhnen der 12-Zylinder-Motore durch die Lande. Die leichte Handhabung und die Zuverlässigkeit machten die V100 zu einer beliebten und von den Personalen gern gefahrenen Lokomotive.